Braten, hä? Nehme ich mal an. Es gibt gebratenes Fleisch, gibt's. Okay, gut, dann ist es auf jeden Fall nicht gebraten. Hühnerstall. Ich platziere doch den Hühnerstall. Kann ich das gleich in unserer Küche machen, so doof wie ich bin? Ich mache hier so einen Weg. Brot, Kuchen. Ach so, kann man. Ich bin. Kessel. Heute. Hühnerstall. Man kann nicht mal in der Küche ein Fleisch backen oder was? Also braten. Ist doch ganz knackig. Doch, wenn du das Lagerfeuer richtig auswählst. Ganz unten. Du musst nicht auf den Topf zielen, sondern unten aufs Lagerfeuer ziehen. Dann geht's. Ach so. Ach so. Okay, verstanden. Du, das wäre irgendwie komisch. Ja, das ist manchmal schon ein bisschen weird und komisch. Aber so läuft es halt hier. Ah, ich habe mir extra noch einen Kaffee rausgelassen vor dem Stream. Hatte so Bock auf einen Kaffee. Normalerweise bin ich ja voll der Espresso-Trinker, voll der Espresso-Typ. Okay. Aber heute für einen Abend habe ich mir gedacht, komm, ich lass mir einen großen, langen, schwarzen Rot. Klingt irgendwie verrückt. Aber so war's. So und nicht anders. Zum Mal gegessen, gefuttert. Wie sieht's hier mit der Verwaltung aus? Okay, wir haben kein Wasser mehr. Ernsthaft. Du musst dich aufwärmen. Du auch. Ja, ich mache aber die Fackel an, fertig, oder? Ja. Genau. Respektive, es ist sowieso wieder gleich Sommer. Frühling. Warte mal, haben die jetzt den leeren Eimer hier hingetan? Drei leere Eimer. Bam, 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 bam. Gott, wie viel Material das auch braucht. So, dreimal Eimer mit Wasser füllen. Zum Mitnehmen, bitte. So, und jetzt muss ich das Eimer mit Wasser. Du bist schmutzig, ist mir scheißegal, wie schmutzig ich bin. Du bist schmutzig. Irgendwie auch komisch. Mit Holzhammer hier Steinwände hochziehen. Klingt irgendwie total falsch. So. Oh, wir haben Kohlsamen und Zwiebelsamen. Fleisch haben wir roh. Ja, ich hab. Stimmt, ich habe jetzt viel gefuttert oder so. Hast du das gebratene Fleisch zurückgebracht? Nee, ich muss es essen. Ich war bei null. Ich habe nur 5 ausgenommen. Okay, kein Problem. Ich mache schnell für die ganze Bevölkerung wieder gebratenes Fleisch. Ach so, die können das nicht selbst. Die sind zu doof. Nein. Okay. Dafür brauchen wir einen Koch, der für sie kocht. Ah, früher hat man jede Person hat früher alles selbst gemacht. Mein Gott. Zwar die Spezialisierung kam erst viel später. Mein Gott, die sollten das lernen. War die das im Mittelalter so, dass die noch nicht spezialisiert waren? Also noch nicht so extrem wie heute, ja. Okay. Klar gab es dann halt Bauern oder so, aber das war dann halt, wie sag ich mal so, die haben dann nicht für sich angebaut, sondern eben für das höhere Volk, mehr nicht. Also es gab Metzger und so, das gab es ja schon, ne? Ja, genau. Aber ich sag jetzt mal, gut, Zeitung ist doch ja auch schon, aber dass wir jetzt hier irgendwelche Typografen haben und keine Ahnung was, ich glaube, das waren alles den Gelehrten, also den Niemand den, hat mir gesagt, was ich machen soll, deshalb beschwere ich mich. Halt doch deinen Rand. Warum beschwert man sich, wenn man nichts tun muss? Ich greife also sie beschwert nicht. Sich, dass sie nichts tut, aber sie putzt hier das Haus. Das will sie nichts nicht tun. Übrigens, ich hab letztens mal gehört, wenn du arbeitest, wenn du eine Arbeit hast, die Geld bringt, ne, die ist ja dann eben, du gehst zur Arbeit, ne? Aber wenn du zum Beispiel Kinder zu Hause hast, das ist halt keine Arbeit. Das ist ja Arbeit, die niemand sieht. Weißt du, man denen auch noch sagen könnte? Ja, CIA. Die Arbeit sieht keiner.
Also okay. So vom ist ein Geheimdienst, ne? Also man arbeitet, aber man sieht von außen her sieht man gar nichts, aber das ist irgendwie so ganz. Das ich finde es irgendwie in unserer Gesellschaft irgendwie komplett chaotisch. Oder besser gesagt ein bisschen doof, wenn du sagst, ja, ich arbeite, ich bin zu Hause, ich sorge für die Kinder. Aber das ist ja auch eine Arbeit generell. Das ist ja nicht so. Was ist allgemein so ein bisschen in der Gesellschaft so? Ah, du bist so, wenn du jetzt als Frau wirst, sagen, so bist Mutter von 3 Kindern, hockst zu Hause. Ah, du bist so eine faule Tante, gehst nicht mal arbeiten, ey. Also ich muss ehrlich sagen, lieber arbeiten als zu Hause. Ja, das ist. Das ist die schwierige Arbeit. Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Was denkst du? Einverstanden. Mach mich zur glücklichsten Frau der Welt. Okay. So einfach geht das heutzutage. Sagen, ich möchte ein Kind und dann ich liebe dich und dann ist das Kind da. Okay. Weißt du, schnell? Ja, ist schon passiert. Mann. Junge, neun Kind. Jetzt hat sie den Status, dass sie schwanger wird. Ach so, okay. Okay, nicht, dass es schon das Kind da wäre, das wäre irgendwie creepy. Das wäre zu fest produziert. Ein bisschen was übersprungen. Nur ein ganz klein wenig, ne? Auf jeden Fall. Ach so, wir haben noch ein anderes Problem. Wir können aktuell keine Bevölkerung aufnehmen. Da war ja was, ne? Oh, die Tante redet mir zu viel. Kann ich mich scheiden lassen? Sie redet mir zu viel. Das ist, glaube ich, kein Scheidungsgrund. Schade. Also ich weiß nicht, heutzutage nicht, aber früher, na gut, nee, das war ja auch kein Scheidungsgrund. Du meinst, heutzutage ist es ein Scheidungsgrund, früher war es nicht. So rum meinst du, ne? Ich weiß gar nicht. Wollen wir pennen? Ich dachte, ich brauche einen Holzstamm. Oh. Schon mal kurz mal Holzstamm. Junge, du willst pennen, aber. Okay, ich kann die Dinge benutzen. Ich trage viel zu viel. Ich glaube, ich lege die Feder ab. Die ist zu schwer, eindeutig. Trockenkorn. Mühle beim Säen auf die Felder im Herbst. Rote Beete sammeln. Frühjahr gepflanzt werden. Habe ich 3 Karotten bei mir? Ja. Also wir können... Eigentlich bringt es nichts mehr zu pennen. Wir können ein bisschen draußen rumdödeln. Nicht? Okay. Ich baue weiter. Perfekt. Oh. Scheiße, ich weiß, was ich verwendet habe. In den Häusern ist es ziemlich dunkel. Gibt's hier nicht irgendwas, das Licht spenden könnte? Oh, ich bin doch so dumm. Ja, es gibt was, das müssen wir kaufen. Ich hab vergessen, im Herbst Roggen anzupflanzen. Bretter, wäre alles Bretter, ich bin okay. So ein Dulli. Kann man sowas vergessen? Ganz einfach, wenn man heißt wie wir. Ah ja. Egal. Ich glaube, da friert jemand. Ja, nicht mehr lange. Gleich ist Frühling. Soll der frieren? Ja. Ich glaube, du spawnst wieder am Arsch der Welt. Nee. Ich hab hier mein Haus. Hast du eins? Ja. Bist du einem Haus zugewiesen? Müsste eigentlich. Nein. Doch? Das Gebäude muss gebaut werden. Okay. Es wurde wieder. Nein, du bist in keinem Haus. Doch, ich hab doch, hier, 0 von 3 bist du. Ich kann dir jetzt noch 3 Bewohner reinballern. Nein, hör mal auf. Ich baller dir nur eine Frau rein, okay? Oder du bist eine Frau, oder? Passt doch.
Oder hä? Spielt doch keine Rolle. Ich baller dir beides rein. Könnt jetzt, so, dann könnt ihr ein Gangbang machen. Ist euch ja, ich zieh da nebenan ins Steinhaus. Bretter. Ach ja, Bretter, das ist so eine Sache. Oh, endlich keine nervigen Fackeln mehr tragen, um sich zu erwärmen. Oh, wie schön. Wie schön ist das denn? Wieso? Ich muss immer noch eine Fackel haben. Aber es ist gleich fertig. Ja, gut. Weißt du, Mitternacht macht's Schwupps und neue Jahreszeit. Mhm. So funktioniert das in diesen Spielen. Oh, wir haben so viel Fläche hier hinten, ne? Das ist richtig geil. Sogar. Wolf, scheiße. Warum ist jetzt ein Wolf scheiße? Weil er mich angreift. Ach so. Jetzt ist er weg. Oh, das sieht sehr schön aus. So ein Dach mit Holzschindeln. Oh. Ich finde, kann man die Wände wieder abreißen vom Besteck? Also nur rein rhetorisch gefragt. Ja, theoretisch schon. Also wir werden irgendwann mal an dem Punkt sein, wo wir die Häuser abreißen und neue Häuser bauen werden. Also du meinst einfach die Wände, ne? Ah, mein Typ hat Karl. Man muss ja nicht alles abreißen, man kann nur die Wände. Aber was wir können mehr ertragen. Ist doch so, oder? Man kann einzelne Wände, also einzelne Segmente abreißen und neu bauen. Muss ja fast gehen, oder? Das stimmt. Boah, ey, warum ist hier so dunkel? Hallo? Ich glaube es. Ich habe es noch nie probiert. Ich war noch nie an dem Punkt im Spiel, wo ich das hätte machen müssen. Na gut, aber ich bin jetzt... Sag mal so, ich möchte es gerne machen. Dann tu dir keinen Zwang an. Oh. Ich verarbeite gerade 20 Holzstämme zu Bretter. Okay. Ich brauche dann auch noch ein paar Bretter. Ah nee, warte mal, ich mache mir schnell selber Bretter. Schon okay. Haben wir noch Brennholz? Ja, wir haben noch. Stellen wir mal Brennholz her. So, nächste Jahreszeit. Herzlichen Glückwunsch, du hast das erste Jahr überstanden. Sicherlich hast du die Grundlagen des Spiels bereits verstanden. Wenn du keine Lust auf weitere Tutorials hast oder einen Teil des Huts deaktivieren möchtest. Okay. Ja, ich bin im eigenen Bett aufgewacht. Juhu! Ah, toll, es pisst. Steuern, ich hab's übersprungen. Brauchen wir nicht Steuern. Steuern sind nicht gut. Steuern sind schlecht. Aber das ist jetzt eine neue Quest. Steuern bezahlen. Brauchen wir noch nicht Steuern? Wer braucht das? Ja, es ist nervig. Es sind nicht wenig. Kannst du mal schauen, wie viel Steuern? Warte mal kurz. Wo? Wahrscheinlich irgendwie mit... Im Journal, mit J, siehst du die Quest Steuern bezahlen. Tagebuch. Story. Hier unten. Münzen 656,7. 656, Digga!